Unter dem Motto Zu Hause bei Freunden präsentierte sich Wacker Neusern auf der Nordbau 2015. Im Fokus standen die Maschinen mit Eco-Siegel, das für Economy und Ecology zugleich steht. Wacker Neusern ist Pionier auf dem Gebiet elektrifizierter Baumaschinen und Geräte und ließ es sich nicht nehmen, die breite Palette an Elektrogeräten gleich vorzuführen. Zu den kleineren Geräten um die zwei bekannten Akkustampfer gesellt sich nun der neue Kettendamper DT10E. Bis zu einer Tonne Nutzlast transportiert er abgasfrei, passt dabei durch jede Standardtür und ist genauso leistungsstark wie sein konventionelles Pendant. Nicht nur ebenbürtig, sondern in puncto Hubkraft seinem Dieselbruder sogar leicht überlegen, zeigt Wacker auch den Elektroradlader WL20E mit einer 0,2 Kubikmeter Schaufel. Doch die entscheidende Frage für die Praxis ist, wann sich die Mehrkosten bei der Anschaffung des Elektroradladers amortisieren. Also das kann man ganz einfach sagen. Bei dem Radlader ist es zum Beispiel so, dass wir sagen, die Amortisation ist nach 2800 Betriebsstunden erreicht. Und das bedeutet, bei einem durchschnittlichen Einsatz eines solchen Laders von 500 Stunden im Jahr bin ich im fünften Jahr irgendwo dann an dem Punkt, wo er sich amortisiert hat und letztlich irgendwo dann auch Geld verdient. Der Lader hat einen Akku, der dank ca. 2000 möglicher Ladezyklen bei durchschnittlichem Gebrauch etwa 10 Jahre halten sollte. Anders als der Radlader kann der Kompaktbagger 803 Dual Power sowohl mit Diesel als auch elektrisch. Ein externes hydraulisches Antriebsaggregat wird hierzu ans Stromnetz angeschlossen und über Hydraulikleitungen mit dem Bagger verbunden. Auch ein konventioneller Bagger mit Dieselmotor aus der 9-Tonnen-Klasse hat sich das Eco-Siegel verdient, sagt Wacker. Der Mini-Bagger feiert seine Messepremiere auf der Nordbau und sei 7 Dezibel leiser als die Konkurrenz. Außerdem verbrauche er 20% weniger Sprit als sein Vorgänger. Wacker Neusern ist optimistisch, dass die Elektrogeräte sich am Markt durchsetzen werden. Zumindest die Stampferpalette will man aber zunächst nicht erweitern. Im Moment ist es nicht geplant. Also die beiden Stampfer, das ist ein Stampfer irgendwo in der 30er Klasse, irgendwo, also relativ leichter Stampfer, irgendwo, den ich auch gerade im Rahmen oder im Rohrleitungsbau irgendwo sehr, sehr gut einsetzen kann, irgendwo, weil ich ihn auch noch gut handeln kann und der größere 50er, der ist irgendwo normalerweise, deckt man damit irgendwo das Spektrum ab, kein Problem.